Grüß Gott und willkommen bei Glaubenskompass. Wechsel, Umzüge und Umbrüche prägten sein Leben, das auf dem Nazi-Schafott endete und in der christlichen Liebe seine Vollendung fand. Christoph Probst, Mitglied der Widerstandsgruppe Weiße Rose, ist nicht so bekannt wie die Geschwister Scholl, sein Lebens- und Glaubenszeugnis aber nicht minder beeindruckend. Über ihn spreche ich heute mit dem Historiker Jakob Knaap. Herzlich willkommen. Danke sehr. Herr Knaap, Christoph Probst fällt so ein bisschen aus dem Rahmen dieser Studenten, dieser Münchner Studenten der Weißen Rose, denn er war bereits mit 23 Jahren verheiratet und hatte 3 Kinder. Was sagt das über seinen Charakter aus? Ja, es gibt eine Konstante im Leben des Christoph Probst. Das sind ständige Umzüge, Brüche, Diskontinuitäten, sagt man heute. Und er suchte ja nach Zuwendung und Geborgenheit. Das ist der Grund, warum er sich in diese Hertha verliebte. Und diese junge Ehe fand Erfüllung in diesen 3 Kindern. Er wuchs in einer gelehrten Familie auf. Was war das für eine Gedankenwelt, die ihn umgab? Also sein Vater, der übrigens aus meiner Heimatstadt Kaufbeuren stammt, ich habe schon oft am Grab von Dr. Hermann Probst gebetet, der war ein sehr, sehr eigenwilliger Geist. Er war bis zum Schluss Mitglied der katholischen Kirche, aber er suchte eine neue Orientierung in der fernöstlichen Geistlichkeit, im Buddhismus. Und er war auch geprägt von Unabhängigkeit, obwohl er verheiratet war, scheiterte die Ehe schon während der Schwangerschaft von Christoph. Also der Christoph Probst wurde in sehr zerrüttete Verhältnisse hineingeboren. Also die christliche Religion spielte in seinem Leben anfangs überhaupt keine Rolle. Wann änderte sich das? Das änderte sich erst Mitte der 30er Jahre, als sein Vater, dieser Freigeist, aus dem Leben schied und wo er nach neuen Quellen der inneren Kraft sucht. Also er beging Selbstmord, müssen wir noch sagen, der Vater. Ja, in seiner Schwermut stürzte er sich vom Balkon in diesen Krankenhaus. Wir kennen die anderen Mitglieder der Weißen Rose, also Alexander Schmorell, mit dem Christoph Probst auch befreundet war, mit Hans Scholl auch. Wie war denn das Verhältnis der Mitglieder untereinander? Also die charismatische Führungsgestalt war eindeutig Hans Scholl. Der Kopf der Weißen Rose war Hans Scholl und nicht seine Schwester Sophie. Und das zeigt sich auch in den Briefen und Tagebuchaufzeichnungen von Christoph Probst, wie er aufschaute zu diesem so charismatischen, belesenen Hans Scholl. Also er war zutiefst beeindruckt. Heute wird man sagen, dieser Hans Scholl war ein Alpha-Tier. Ist ja bei vielen Widerstandsgruppen ist es so gewesen, dass sich der Widerstand erst nach der Kriegswende entzündete. Vorher war man noch Hitler begeistert. Bei der Weißen Rose entzündete sich dieser Widerstand geistigerweise aber schon früher. Was waren denn die Gründe dafür? Also bei Hans Scholl ist es zunächst die Begeisterung für den Führer Adolf Hitler. Er hängte sogar ein Hitlerbild an die Wand seines Zimmers oder bei Sophie Scholl, um ihre Begeisterung für Adolf Hitler zum Ausdruck zu bringen, schritt sie bei der Konfirmation in der Ulmer Pauluskirche in der Kluft BDM, Bund Deutscher Mädel, nach vorne. Und es ist eine große Geschichte der Umkehr. Und deshalb spricht Hans Scholl im 4. Flugblatt auch von der Umkehr, von den Propheten, die Erfolg zur
Umkehr mahnten. Aber das galt dann auch für Christoph Probst. Und für ihn, es war auch eine Sinnsuche, denn mit Buddhismus, mit fernöstlicher Weisheit konnte er wenig anfangen. Und er entdeckte die großen russischen Autoren Solowjew und wie sie heißen und wichtig, Reinhold Schneider. Dieses Buch Macht und Gnade hat ihn sehr beeindruckt. Und natürlich wichtig war auch diese Beziehung zu seinem Klassenkameraden Alexander Schmorell. Er selber spricht von der unzerreißbaren Freundschaft. Also die persönlichen Begegnungen waren auch ein tragender Grund innerhalb des Kreises Weiße Rose. Alexander Schmorell, ja mittlerweile von der orthodoxen Kirche heilig gesprochen sogar. Kommen wir mal auf die Flugblätter zu sprechen. Von denen hatte man ja Christoph Probst zunächst, weil er ja Familienvater war, so ein bisschen ferngehalten. Man wollte ihn schützen. Dann ist es aber dennoch dazu gekommen, dass er selbst ein Flugblatt verfasst hat, was als etwas, so etwas wie sein Vermächtnis gilt. Warum dieser Sinneswandel und was steht in diesem Flugblatt? Richtig, das letzte Flugblatt der Weißen Rose, sage ich jetzt, das siebte, das nie veröffentlicht wurde, sondern das entdeckt wurde bei der Verhaftung von Hans Scholle. Er trug es in der Innentasche seines Jacketts. Da ist sein politisches Vermächtnis aus dem Munde von Christoph Probst. Deutschland und das Hitler-Regime müssen fallen, damit Deutschland weiterlebt. Also ein klares Nein zu Hitlers Gewaltherrschaft und ein Ja zum Wohlergehen des deutschen Volkes. Warum nahm er das auf sich, diese Gefahr? Auch bei ihm sehen wir, wie er in seiner Sinnsuche diese tiefen Quellen geistlicher Kraft entdeckt. Und er spricht damals auch von dieser apokalyptischen Zeit. Und in seinem Gewissen spürt er die Herausforderung: Ich darf mich nicht anpassen, ich muss Nein sagen. Und das war sein persönlicher prophetischer Auftrag, das war sein Ruf des Gewissens, Nein zu sagen zu einer Gewaltherrschaft. Er wurde dann ja zusammen mit den Geschwistern Scholl nach der letzten Flugblattaktion verhaftet, zum Tode verurteilt. Vorher kam es aber noch zu Verhören. Die Quellenlage dazu ist sehr gut. Was berichten die Quellen über die letzten Stunden im Leben von Christoph Probst? Also er war zutiefst erschüttert. Von ihm gibt es nicht diese kraftvollen Entgegnungen, sondern er ist niedergedrückt, weil er sich sehnt nach seiner Ehefrau Hertha, die wenige Tage zuvor das dritte Kind, die Katja, hier am Tegernsee zur Welt gebracht hatte. Und bei den Verhören ist er sehr niedergedrückt. Die tiefe innere Kraft tritt wieder zutage in seinen Abschiedsbriefen. Und sein Vermächtnis ist der letzte Satz in seinem Abschiedsbrief, der lautet: Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, wenn ich es recht bedenke, dann war es ein einziger Weg zu Gott. Das ist das Vermächtnis, Erbe und Auftrag von Christoph Probst. Und er fand Vollendung im Glauben, denn er wurde noch kurz vor seinem Tod getauft und auch gefirmt, katholisch getauft. Warum war ihm das wichtig? Die Geschwister Scholl waren ja zum Beispiel evangelisch. Ja, ja, aber auch Hans und Sophie Scholl baten den damaligen Gefängnisgeistlichen Dr. Karl Alt, sie wollen katholisch getauft werden.
Und der Gefängnisgeistliche Karl Alt sagte ihnen, die Taufe gilt für alle Konfessionen. Und er ermahnte sie, sie sollen doch ihrer pietistischen, streng protestantischen Mutter nicht diesen Schmerz zufügen, also schon dieses Todesurteil und dann noch katholisch getauft werden. Also ich habe mit der Schwester Scholl gesprochen, mit der Elisabeth. Das konnten sie unserer Mutter nicht antun, auch noch katholisch getauft werden. Also ein interessantes Detail. Aber wie war es bei Christoph Probst? Warum diese Hinwendung dezidiert zum Katholizismus? Denn sie spürten, sie sahen, wie durch die deutschen Christen, wie weit die Anpassung, die Gleichschaltung durch das Regime gediehen war. Und in München hier gab es keine bekennende Kirche. Und sie hatten eine Beziehung zu den Gottesdiensten in den katholischen Kirchen. Bestes Beispiel, wie an Weihnachten 1942 Christoph Probst in der Christmette diese innere Ergriffenheit und Ekstase erlebt. Und sie hatten Zugang zu dieser Symbolträchtigkeit der katholischen Liturgie. Also auch das hat eine Rolle gespielt im Leben von Christoph Probst und auch der anderen Mitglieder. Vielen Dank, Herr Knaap, für diese interessanten Einblicke. Ihnen daheim vielen Dank fürs Dabeisein und Zuschauen. Das war Glaubenskompass. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.